Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Anna. Dürfte jetzt die 8. Folge sein, in der wir hier versuchen, dem Geheimnis der Hütte im Wald und des Verschwindens von Anna auf die Spur zu kommen. Ja, und ich würde mal sagen, wir haben jetzt hier hinten ja diese Tür aufgemacht, diese Lagertür. Haben hier diese lustige Puppe gefunden und da hinten schon das Licht angezündet. Allerdings ist das Licht wohl noch nicht hell genug und wir müssen irgendwie es wieder heller machen. Falls wir uns erinnern, war es ja beim letzten Mal so, dass wir das Licht drüben in dem Ritualraum heller bekommen haben durch dieses komische Pulver, an das ihr euch da erinnert. Hoffentlich. Und vielleicht kriegen wir das ja irgendwie nochmal wieder hergestellt. Nur wir müssen halt mal schauen, ob wir da noch was für finden. Ich habe da schon so eine kleine Idee, aber zuerst nehmen wir jetzt mal hier diesen Ring mit. Das habe ich nämlich eben, ein Ehering. Er ist strahlend sauber. Habe ich nämlich eben, nehmen wir hier das Messer, probieren das mal damit zu machen. Zack. Kriegt ihr irgendwie ständig irgendwelche Erfolge von Steam? ja, das habe ich nämlich letztes Mal vergessen, hier diesen Ehering mitzunehmen, der ja eigentlich relativ offensichtlich da heraussticht. Typisch. So, wir gucken jetzt mal nochmal in diese Aufzeichnungen hier. Alchemie und Trau, bla bla. Hier steht nämlich nochmal, wie man dieses Elektrum heißt es, genau, Elektrum herstellt. Ich suche gerade nach der Stelle, wo steht, was man dafür braucht. Ups. Nein. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Ich drücke die ganze Zeit die falschen Bücher an. So. Genau. Union des Sonnenmetalls und des kalten Mondritters. Gold und Silber. Ja, und eigentlich ist ja, finde ich, relativ offensichtlich, wir hatten ja diese Blätter, Silber- und Goldfarben, ne? Und da müsste man jetzt einfach mal gucken. Ach guck, die kann man nämlich wieder runternehmen. Zumindest Teile davon. Die hier anscheinend nicht. Es ist nutzlos. Dann suchen wir jetzt mal das andere Blatt noch. Vielleicht kann man das ja auch runternehmen. Dann könnte das ja stimmen mit der Theorie, dass man das dann vielleicht zerstößeln muss. Was ist hier hinten das? Zack, silbernes Blatt. Mal gucken, kann man das jetzt hier rein tun? Ich lege ein goldenes Blatt in den Mörser. Und jetzt das andere noch. Ich lege ein silbernes Blatt in den Mörser. Ja, das klingt doch gut. Ja, das klingt sogar sehr gut. Vermutlich nicht ganz so rein wie das Elektrumpulver, das ich gefunden habe. Mit anderen Worten, aber es sollte funktionieren. Mit anderen Worten, wahrscheinlich wird es dadurch nicht ganz so hell. Ja, dann wollen wir doch mal gucken. Es funktioniert. Zack, da lichtet sich der. Okay, wieder ein Tagebucheintrag. Anna ist nicht hier. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ich spüre ihre Anwesenheit mit jedem Schritt. Ich höre sie hinter jeder Tür. Und doch ist sie nicht hier. Sie hat vom ersten Moment an versucht, mich zu vertreiben. Und ich weiß nicht, warum. Ich habe Nacht um Nacht von diesem Augenblick geträumt. Ich habe mein eigenes Blut geopfert, um sie wiederzusehen. Und nun verschmäht sie mich. Tja. Thank you.
Da hinten steht schon wieder so eine gruselige Puppe rum. Die hat da irgendwas in der Hand. Ich höre Schritte oder sowas. Schlagendes Herz. Es schlägt, schlägt, schlägt. Ich kann es nicht mehr aushalten. Ich muss es zerstören. Alter, jetzt ist die Puppe umgefallen. Krass. Eisenstange. Muss ich jetzt das Herz kaputt schlagen mit der Eisenstange? Ist ja furchtbar. Nee, anscheinend nicht. Aber wie kann ich denn das Herz kaputt machen? Ups, das war mein Handy. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Es hat gerade vibriert. Tja, wie kriegt man das Herz kaputt? Vielleicht erstmal weiter gucken. Das ist schon gruselig ein bisschen. Also jetzt, wenn man jetzt hier auch noch dieses komische Herzschlagen hat. Ist das irgendein Fetisch? So ein Götze, so eine Götzenfigur. Jetzt liegt sie da. Hilfe. Hilfe. Was hat er jetzt gesagt? Nee, okay, ich dachte, der hat noch irgendwas Neues erzählt, aber hat er nicht. Ja, da kam gerade irgendwie so ein ekliges Fauchen. Schon wieder. Man fragt sich, was das ist. Tja, vielleicht, ach, warte mal, wir haben doch noch den Schraubstock. Ich speichere erstmal. Wir hatten doch diesen Schraubstock, von dem wir nicht wussten, was wir damit anfangen sollen. Wir gehen mal in die Werkstatt. Lag das Holz da eben auch schon? So, wir gehen... Was war das? Das gehört... Okay, wir gehen in die Werkstatt und klemmen das Herz hier einfach ein. Und dann wird es hoffentlich... Nein, es geht nicht. Ich hatte gehofft, dass das funktioniert. Blöd. Das war jetzt irgendwie so meine einzige Idee, was man mit dem Herz machen soll. Ring. Was machen wir mit dem Ring? Wild mit irgendwelchen Items kombinieren, klingt doch gut. Tja. Er hat doch eindeutig gesagt, dass er das Herz kaputt machen will. Aber... Mann, ich war mir so sicher, dass das mit dem Schraubstock zu tun hat. Echt blöd. Vielleicht muss ich auch das Messer damit benutzen? Nee, geht auch nicht. Vielleicht das Ritualmesser? Ach, geht auch nicht. Tja, dann weiß ich's nicht. Jetzt fängt es wieder an zu schlagen. Wahrscheinlich muss man dann hier irgendwas machen. Vielleicht in den Ofen legen oder so. Wir müssen einfach mal aus. Ich muss zuerst den Herd reparieren. Okay, also scheint es ja sogar richtig gewesen zu sein. Okay, ich brauche etwas, mit dem ich ihn reparieren kann. Okay, also diese...
das Handy. Diese Leitung ist kaputt. Mal gucken, ob wir das irgendwie wieder repariert kriegen hier. Dieser Eisenstange vielleicht. Tja, Werkzeug. Irgendwie, wir stopfen da das Loch. Weil er ja gerade gesagt hat, dass er sonst den Raum mit, ja, mit Staub und Ruß füllt. Boah, das geht schon ein bisschen auf die Nerven, dieses Geschlage, aber ich glaube, das ist gewollt. Ich bin irgendwie so die Hälfte dieses Spiels total ratlos, was ich für Items kombinieren soll. Das Taschentuch jetzt eigentlich mal irgendwie aufheben? Nö. Ach, blöd. Warte mal, Wasserstrahlsäge. Vielleicht muss man damit auch noch... Wow. Was war das? Wurde ich gerade beworfen mit irgendwas? Oder was war das? Ja, glaube schon. War diese Dose hier, ne? Vielleicht müssen wir auch die Eisenstange mit der Säge benutzen. Nein, natürlich nicht. Was sagt er denn nochmal dazu? Eine alte? Leider ist sie kaputt. Ja. Gehen wir reparieren? Nein. Ja, ich finde ehrlich gesagt die Rätsel teilweise nicht besonders naheliegend. Also ich habe jetzt schon wieder Riesenprobleme, da irgendwie was zu leiten. Ich weiß nicht, man kombiniert irgendwie so alles, was man so bekommt und irgendwie trotzdem kommt man kein Stück weiter. Vielleicht habe ich auch noch irgendwas übersehen. Kann natürlich auch sein. Tja. Wir haben auch eine Axt und da liegt Holz, aber das mit dem Holz... Ich darf mal mit der Axt auf die Säge hauen? Nee. Irgendetwas muss man doch mit dieser Eisenstange machen können. Sie sieht sehr stabil aus. Ja, toll. Das hilft mir jetzt so an sich als Aussage auch nicht unbedingt weiter. Hier noch irgendwas übersehen. Nicht erzählen. Muss noch irgendwas liegen, was ich übersehen habe. Ich meine, die Eisenstange und das Herz, die waren so nah beieinander, da dachte ich, das müsste irgendwas miteinander zu tun haben. Ich verstehe auch nicht, warum er das Herz nicht einfach kaputt haut. Warum er das jetzt unbedingt in diesen Ofen tun muss, der auch noch kaputt ist. Der macht sich irgendwie kompliziert, der Mann. Gekrümmte Klinge, die haben wir auch noch nicht verwendet. Aber was? Ich habe auch so ein bisschen das Problem. Man kann hier ja auch nichts anklicken irgendwie. Also diese kaputte Stelle oder so. Da muss mit irgendwas anderem hantiert werden. Ich muss zuerst den Herz reparieren. Okay, also wissen wir schon mal. Ach, halt doch die Klappe.
Also wissen wir schon mal, dass wir dann die weichen Wurzeln zum Anzünden brauchen. Den Ring hier reinstecken. Zack. Dass er sich auch überhaupt nicht wundert, warum er so ein schlagendes Herz in der Tasche hat. Mit diesen Brettern muss man doch auch irgendwas machen können. Kann man doch hochheben und rumtragen. Ach nee, das hatten wir. Ach, ich erinnere mich, das hatten wir, weil da irgendwas drunter lag, auch ganz am Anfang. Also ich denke, damit ist auch nichts mehr zu tun. Wir gehen noch mal zum. Auf jeden Fall nicht mal mehr die Bezeichnung. Ach, warte mal, wir haben hier noch eine Schublade. Oh, da ist nichts drin. Nur Stifte, die wir nicht gebrauchen können. Schade. Wir müssen irgendetwas mit dem Schraubstock machen. Irgendetwas. Ich bin kein Experte. Ich fürchte, ich könnte die Klinge noch schwerer beschädigen. Ja, ich versuche lieber etwas anderes. Ja, natürlich. Die Axt? Nein. Das Messer? Nein. Das Messer? Nein. Das macht doch alles keinen Sinn. Die Stange vielleicht mit irgendetwas benutzen. Mit der Klinge, mit dem Werkzeug, mit der Axt, mit dem Messer. Irgendetwas. Ja, ich bin schon wieder höchst überfordert. Ihr seht das schon richtig. Schwerer Messerschaft. Vielleicht hier irgendwas machen? Wo mal da ein Messerschaft sein soll. Check ich auch irgendwie nicht. Tja, Leute, irgendwie bin ich sehr überfordert. Dann wird das heute mal eine etwas kürzere Folge. Und ich warte einfach mal auf Ideen von euch und gehe dann in der nächsten Folge darauf ein. Vielleicht habt ihr ja irgendetwas, irgendeine Ahnung, die ich nicht habe. Was war das? Gruselige Geräusche. Und ja. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.